Hallo und herzlich willkommen zu How It Works. Gab es denn für Sie selbst so einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, das erschien mir damals als totaler Umweg und als Sinnlosigkeit und jetzt ist es was, was mir wirklich sehr stark hilft? Also es gab ganz viele Dinge, wo ich gedacht habe, I hate this, ich mag dieses Studium nicht. Meine Frage ist immer, macht mir das Spaß oder nicht? Irgendwie ruft das ein, irgendwie will man das. Begeisterung für das Thema ist oft mehr wert, als irgendwie noch drei Praktika nachweisen zu können. Und das ist oft was, was man Bewerbern anmerkt. Was macht einen denn irgendwie glücklich? Was ist so ein Herzensthema? Gibt es bei Ihnen so ein Killer-Argument, wo Sie sagen, also wenn jemand das mitbringt, dann bin ich auf jeden Fall an Bord oder auch andersrum? Hat derjenige irgendwas gemacht, was mir auffällt, wenn ich mir die Bewerbungsunterlagen anschaue oder auch was im Gespräch dann herauskommt und was irgendwie ab von der Normalität ist? In Summe muss es einfach eine Bewerbung sein, wo du sagst, der klingt so interessant, mit dem möchte ich mich gerne unterhalten. Und es gab so Verhaltensweisen, wo ich dachte, I don't like that. Ich muss sagen, ich bin ein großer Freund der Ich-probiere-es-einfach-mal-Methode. Es ist nicht so, dass jeder einen ganz geraden Lebenslauf hat. Ich laufe eigentlich immer sozusagen über einen Grad, wo ich in unterschiedliche Himmelsrichtungen gucken kann. Und ich glaube, das hat mir dann auch doch auf einer übergeordneten Ebene ganz viel gebracht, dass ich das so gemacht habe. Wenn ich jetzt diese Bewerbung lesen würde, warum würde ich mich einladen? Wenn man ein Streber war, dann muss man versuchen, der interessanteste Streber zu sein, der man eben sein kann. Habe ich nicht begriffen in der Situation, als ich es gemacht habe, ist wirklich eine Erkenntnis, die später gekommen ist. Ich wünschte, ich hätte mir zum Beispiel auch schon als Teenager darüber Gedanken gemacht. Das ist eine Entscheidung, die man irgendwann in seinem Leben treffen muss. Welchen von beiden Wegen will ich gehen? Die Frage ist, deinen Verstand zu gebrauchen. Genau. Das ist grundsätzlich hilfreich im Leben. Das finde ich ein gutes Motto. Gerade erfolgreiche Leute haben viele Dinge im Leben gemacht. Was sind denn so die Kriterien, die eine gut gerüstete Bewerberin ausmachen? Eine Begeisterungsfähigkeit und halt so eine Wissbegierde. Offen sein, sich nach links und rechts umschauen. Gibt es andere Wege? Machen mir die auch Spaß? Eine Kombi aus Autonomie und Teamfähigkeit. Tschüss. Tschüss.